Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist jetzt, habt ihr gerade gesehen, okay, die Uhr auf der Mikrowelle geht Tatsache falsch. Es ist quasi 7:30 Freitag. Wir haben heute einen Ausflug vor in den Moviepark Germany nach Bottrop Kirchhellen. Ich muss mal aufpassen, dass ich auch wirklich Moviepark Germany sage, weil ich komme noch aus der Generation. Da hieß der liebe Park Warner Brothers Movie World, glaube ich. Warner Brothers Movie World hieß der, glaube ich, früher. Ich bin deswegen ein bisschen leiser, weil es unfassbarerweise so ist, dass meine Tochter offenbar noch schläft. Und das ist für 7:30 ein Weltwunder. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Ich habe gerade mal versucht, durch Schlüssel auch zu sehen, ob irgendwie Licht an ist oder so. Sie scheint tatsächlich noch die Augen zu haben. Wir sind auf jeden Fall alle noch nicht fertig. Ich bin gerade duschen gewesen. Sandra habe ich gerade ihren Kaffee gebracht. Mirko ist auch noch die Zimmertür zu. Die einzigen, die also gerade etwas aktiver sind, bin ich und die Katzen. Wir werden uns jetzt gleich erstmal in Ruhe fertig machen, weil wir wollen so gegen 9, 8:45 ungefähr fahren, weil von uns aus ist es bis zum Moviepark Germany ungefähr eine Stunde Fahrt. Und wir wollen ja relativ pünktlich zur Eröffnung, also zur Öffnungszeit des Parks da sein, damit sich das Ganze auch lohnt. Weil A sind Ferien hier in NRW und B ist es Freitag, da wird wahrscheinlich echt die Hölle los sein. Entsprechend wollen wir früh da sein und jetzt machen wir uns erstmal fertig. Ich gönne mir meinen Kaffee, Sandra gönnt sich ihren Kaffee auch und dann melden wir uns später. Es ist jetzt 9:15, zwei Kinder sind fertig, zwei Erwachsene sind fast fertig und wir werden uns jetzt... Okay, die Katzen kämpfen wieder im Hintergrund. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen. Das ist echt Wahnsinn, was hier los ist. Wenn man mal überlegt und sich das hier anguckt, gibt es Corona sowieso nicht mehr, worüber ich relativ froh bin. Wir haben jetzt, wie spät haben wir eigentlich? Wir haben schon 10:50. Also es hat tatsächlich länger gedauert als gedacht. Gut, man muss auch dazu sagen, dass man schon ab der Abfahrt Bottrop ungefähr 1 Kilometer auf dem Standstreifen schon sich befindet. Aber das war auch schon einfach immer so. Jetzt gehen wir erstmal hier durch das Chaos rein. Julian erzählte gerade, es gab hier mal wohl direkt am Springbrunnen eine Wasserbahn, ja. Aber die gibt es nicht mehr. Die ist Bermuda. An alle älteren Zuschauer, ihr werdet euch vielleicht, wenn ihr Ende der 90er mal hier wart, noch daran erinnern, die hieß Bermuda oder sowas. Also wenn das noch einer weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie die früher hieß. Das war eine Wasserbahn. Und zwar, wenn man hier an diesem Springbrunnen direkt links gegangen ist, kann man dahin. Da ist jetzt eine Achterbahn, auf die ich im Leben nicht drauf gehen würde. Was denn? Das Problem ist auch, selbst wenn ich die 10 Euro für 4 Bälle ausgebe, dann willst du einen, dann will sie einen, dann muss schon zwei gewinnen. Nein, du musst alle vier musst du einfach treffen. Ja, na klar.
Wenn das so einfach wäre, würden die kein Geld verdienen. Aber ich werde es natürlich gleich probieren. Ich glaube, als Kind hat man das gern vergessen. Aber wir stehen jetzt schon 25 Minuten immer noch an der gleichen Achterbahn und es ist immer noch eine Riesenmenge vor uns. 45 Minuten später haben wir es geschafft. Ihr seht es schon am Hintergrund und am Zaun. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt die Nächsten. Auf einer Kinderachterbahn. Ich merke gerade, ich sehe irgendwie gerade so weiß aus, als wäre ich so richtig, als hätte ich gar keine Farbe. Aber das ist, glaube ich, nur das Licht. Was machst du da? Das wird bestimmt mega abenteuerlich. Ich sehe die Begeisterung in deinem Gesicht. Was tut man hier alles für die Kinder? Wir drehen uns. Oh, hört doch jetzt mal auf mit dem Drehen, der wird schlecht. Da ist SpongeBob. Schatz, da ist SpongeBob. Damit die auch direkt abfallen. Versuch. Wir wollen ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Ja. Kaninchen. Ich hätte dich fast blamiert. Oh, guck mal, da sind ganz viele drunter. Gibt es überhaupt noch Kaninchen? Ja, da hinten. Sonst müssen wir eins von draußen aufhängen. Mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Jetzt habe ich ein Kaninchen. Also wir. Aber war spannend gemacht. War geil. Nehmen wir im letzten Buch. War geplant. Ja. Freust du dich? Wir mussten das jetzt gerade noch mal tauschen, weil der Hase war leider kaputt. Und Klitschinners. Wunderschön. Ich habe von Ihnen gehört, von Captain Magnamara. Da werde ich ganz rot. Lassen Sie mich das so sagen. Meine Männer mit Arztkappen tun. Van Helsings Favorite Double, aber ohne Chili. Ich habe so einen Hunger und das ist der Burger. Es ist so teuer hier. 36 Euro für ein bisschen Plastik. Schnäppchen. Das ist aber immer wieder gefüllt. So ehrlich muss man ja sagen. Ja, da hast du natürlich recht. Für aber einen Euro, glaube ich. Also eigentlich so. Aber wie oft gehst du da hin? 36 Euro. Ach so, aber da fehlt doch jetzt einer. Nee, das ist doch alles. Ein Burger fehlt doch nicht. Ja. Das sind noch zwei. Ah nee, das ist zweimal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir teilen uns den Burger. Hä? Wir teilen uns. Entgegen meiner Annahme, da stand zweimal Beef und ich dachte, das wären zwei Burger, aber es ist nur Doppelfleisch. Wir haben uns jetzt mal trennen müssen, denn Mirko wollte gerne mit Sandra auf die Van Helsing Achterbahn. Die, und da helft mir auch noch mal weiter, war glaube ich früher die Police Academy, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich war gerade mit meiner Tochter bei den Time Riders, was früher Batman Gotham City war, also eigentlich nichts anderes als so ein Simulator. War ein bisschen, na zu wild nicht, sie hatte Spaß, sie war auch am Lachen, aber es war ein bisschen wilder als ich gedacht habe. Ich hatte das auch alles ein bisschen anders in Erinnerung, aber wenn man zuletzt so als Kind auf allen Attraktionen war, ist das einfach auch teilweise so ein bisschen, man erinnert sich nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall schneller als die beiden, deswegen warten wir jetzt. Meine Tochter kriegt gerade einen Corny. Ein riesiges Problem ist hier nur, hier ist alles voller Wespen. Egal wo man hingeht, überall sind hunderte von Wespen.
Man kann nur ruhig bleiben. Die sind zum Glück nicht ganz so aggressiv wie manche andere Wespen hier, aber die sind sonst sehr, sehr penetrant. Die setzen sich aufs Essen, aufs Trinken, überall und ja, muss man damit leben. Ne? Leute, ich bin echt extrem schissig. Und wir waren gerade hier im Moviepark, also Mirko und ich, auf der Van Helsings Factory. Und draußen stand dran, ab 1,20 darf man drauf. Und dass es wohl eine Achterbahn ist. Und dann habe ich aber mal im Internet geguckt, weil das schon ein bisschen gruselig aussah, auch wegen Van Helsing. Und dann stand auf der Seite vom Moviepark, es wird empfohlen, erst ab 12 Jahren diese Achterbahn zu betreten, zu benutzen, damit zu fahren. Und ich habe mir so in die Hose gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, nicht, dass er dann Angst hat oder so. Ich habe dann andere Leute gefragt, ob die schon mal da drauf waren und ob das gruselig ist. Und die meinten, nein, das ist nicht gruselig. Das ist halt nur sehr, sehr schnell und dunkel. Aber trotzdem, jeden Raum, den wir weiter von der Warteschlange betreten haben, dachte ich mir, nein, was ist, wenn er danach Albträume bekommt. Aber im Endeffekt habe ich mir mehr in die Hosen gemacht als er. Also für kleinere Kinder oder für, ich sag jetzt mal, unter 8-Jährige, also für 6-, 7-Jährige ist es wahrscheinlich noch zu gruselig, ja. Auch durch die ganze Dekoration, die da hängt. Aber, also Mirko hatte Spaß und das Gruseligste kam erst, als wir schon fertig waren, als wir rausgegangen sind, weil da kam noch so ein Teil von der Decke, so ein Monster, sag ich jetzt mal, und hat Mu gemacht und dann, ja. Aber wir haben es überlebt und es war mal eine Erfahrung wert. Da seht ihr sie mitten im Bild. Da filmt Sandra. Und ich habe jetzt Sandra gefilmt, wie sie filmt. Wir sind gerade auf dem Riesenrad, meine Tochter und ich. Denn die waren so ewig lange in der Van Helsing, dass wir uns entschieden haben, noch woanders hinzugehen. Sie filmt, glaube ich, immer noch. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr sie sehen? Ich weiß nicht, seht ihr? Da. Schon lustig irgendwie. Ich muss dazu sagen, dass ich unter extremer Höhenangst mittlerweile leide und deswegen gehe ich auch auf die meisten Achterbahnen nicht drauf, die draußen sind. Denn überall, wo ich runter gucken kann und in meinem Kopf sich irgendeine Schraube löst und ich einen Absturz mache, gehe ich nicht mehr drauf. Ich weiß, ist wahrscheinlich für mich ist immer so ein Freizeitparkbesuch verschwendetes Geld, weil ich gehe halt auf die Kinderattraktionen. Und dieses Riesenrad gerade ist für mich so schlimm. Das hört sich ja dumm an, ne? Aber es ist einfach so. Weil es immer wieder stehen bleibt. Unten steigen wieder neue Leute ein. Wir sind mittlerweile schon so hoch, kann man das. Ja, man kann, wartet mal. Ja, meine Tochter sagt gerade, sie sieht den ganzen Park. Ich freue mich ja, dass sie daran Spaß hat, aber es ist so grauenvoll für mich mit Höhenangst. Vor allem, wenn die dann auch noch hier irgendwo aus dem Park so einen verbrannten Geruch wahrnimmt. Ich hätte auch gerne nochmal diesen kindlichen Verstand und dieses kindliche, sich über nichts Sorgen machen müssen, keine Horrorvorstellungen haben, einfach nur Spaß haben, aber ich schaffe es nicht mehr, meinen Kopf auszumachen. Das ist für mich gerade so grauenvoll hier. Ja. Da oben in dem Waggon sitzen sie. Da. Da wollte sich gerade eine Wespe auf meine Hand setzen. Also da oben, wo man das Einhorn sieht, da sitzen sie drin. Wäre ja nichts für mich, ich habe ja ein bisschen Höhenangst. Ne? Also Achterbahn in der Höhe sind kein Problem, weil es schnell geht, aber nicht so was Langsames. Da denke ich mir, oh mein Gott, was ist, wenn wir hier stecken bleiben? Zum Abschluss des Tages haben die beiden Kiddies jetzt die verrückte Idee gehabt, auf die Wasserbahn zu gehen. Aber besser, man geht dann auch am Ende, wenn man danach ins warme Auto kommt, als ja, man wird sogar hier draußen schon was, als am Ende. Und Sandra hat keine Lust mitzukommen, die zeige ich euch mal gerade. Die hat unser Einhorn und wartet draußen. Und ich hoffe jetzt, wir werden nicht allzu sehr nass, weil wir haben natürlich keine Regensachen. Aber ich glaube, die beiden, ihr habt Spaß, oder? Ihr habt Bock auf Wasserbahn. Auf diese wunderschöne Wasserachterbahn geht Julian jetzt mit beiden Kindern drauf. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nachts zu werden. Und einer muss ja auch hier unser Einhorn zitten. Deswegen sollen die sich da vergnügen und ich bleibe lieber trocken. Ich glaube, Sandra will uns auch von außen filmen, aber ich will euch natürlich den Blick nicht verwehren, wie eingequetscht wir hier in diesem Wagen sitzen. Oh, jetzt geht es ein bisschen los.
Ich habe Angst, dass wir nass werden. Mirko habe ich jetzt bewusst ganz nach vorne gesetzt, damit er nass wird und nicht ich. Wundervoll. Ich bin schon klitschnass nach dem ersten Berg. Ich würde euch ja gerne auf den Berg mitnehmen, aber dann geht mein Handy flöten. Und das im Hintergrund steht irgendwo Sandra und filmt uns. Ich glaube, man kann es erahnen. Ich bin einfach klitschnass. Meine Tochter ist komplett nass. Mirko geht nur noch breitbeinig, weil er auch komplett nass ist. Oh, ey. Die anderen, die aus der Bahn rauskommen, die sahen nicht so aus wie wir. Naja. So, Kinder, auf geht's. Weiter. Willst du auch nochmal drauf? Ich habe eben schon erzählt, dass ich extra unten geblieben bin, damit ich trocken bleibe und weil ich babysitten muss. Und weil du ein weißes T-Shirt an hast. Wir wollen schließlich kein Red T-Shirt Contest machen. Und weil ich hier unser Nachwuchs verpflege. Ja. Kinderwund-Update, weißt du doch. Ja. Also die anderen Leute, um das nochmal ausdrücklich zu wiederholen, sahen nicht so aus. Nee, Schatz, wir fahren jetzt. Wir wollen nämlich... Okay. Wir wollen nämlich... ein Kunde von mir hat mich eben angerufen. Der hat uns noch zu seinem Sommerfest eingeladen. Da wollen wir jetzt gleich noch hin. Und da wir ungefähr eine Stunde von hier nach Hause brauchen, werden wir uns jetzt, wir haben jetzt glaube ich 4:30, auf dem Rückweg machen. Dann sind wir so um 4:30, 4:45 bei ihm, können nämlich da noch genüsslich was essen, einen Cocktail trinken und dann den Samstag, nee, wir haben Freitag, tun wir einfach so, als hätten wir Samstag, den Freitag eben ausklingen lassen. Also wir haben ja dieses Einhorn hier und jetzt habe ich was entdeckt. Da geht ja mein Herz auf. Ein Rieseneinhorn. Wie süß die zwei mit ihrem Einhorn. Da laufen sie, während Mirko hier noch mit seinen Jellybeans rumprobiert, die richtig eklig schmecken, die er sich aber unbedingt kaufen wollte. Ich weiß aber nicht, was ich hatte, weil Leber und Zwiebeln mag ich nicht, und Cappuccino ist recht nicht, was Kaffee ist. Er hat auf jeden Fall schon mehrere ausgespuckt, genauso wie Julian. Der hat auch schon eins ausgespuckt, was nach Kotze geschmeckt hat. Die Kinder und Julian haben sich ja gerade wunderbar abgekühlt auf der Wasserbahn. Mir läuft dafür jetzt der Schweiß langsam runter. Zum Glück haben wir jetzt die Klima angemacht. Wir sind jetzt auf dem Rückweg und fahren jetzt erst noch mal alle kurz nach Hause, denke ich, um uns mal fresh zu machen. Und ja, das war unser Tag im Moviepark oder im, wie hast du gesagt, Warner Brothers Movie World. Kenne ich so gar nicht, war für mich das erste Mal, war auf jeden Fall cool, nur tierisch voll und viel zu viele Wespen für meinen Geschmack. Ich bin ja so ein kleiner Schisser, was das angeht, weil ich noch nie gestochen wurde. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise wir wünschen euch das und freuen uns, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Macht's gut! Macht's gut! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.